Jetzt neu, der Supporter-Creator-Code Itzreo der Echte. Gibt es was Feineres? Nein. Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht wieder weiter mit Cuphead. Nach Tagen, wo ich nichts aufnehmen konnte, weil OBS meinte, jetzt muss er die ganzen Audio-Einstellungen nochmal komplett umstellen und ich es einfach nicht gefixt bekommen habe. Ich habe seit ich glaube, 3 Tagen nichts mehr aufgenommen. Geht es jetzt endlich weiter. Ich habe Angst, denn wir machen heute... Warte, ich muss mal für mich ein bisschen leiser stellen. Das ist fucking laut. Wir machen heute... Oh nein. Wir machen heute Hildeberg. Hildeberg. Und Hildeberg ist scheiße. Wir spielen heute übrigens auch Mugman. So, ich bin schon wieder raus aus der Steuerung. Okay. Oh, ich bin wieder drin. Holy shit, ich war nie weg. Ich bin wieder drin in der Steuerung. Boah, es wäre so geil, wenn wir mal was first tryen könnten, ne? Okay. Okay, bis jetzt. Wie gesagt, wir dürfen einmal Schaden nehmen. Wir wollen den S-Rang in jedem einzelnen Level. Wir haben jetzt leider schon Schaden genommen. Ich hätte es mir gerne noch ein bisschen aufgespart. Aber man kann natürlich auch nichts erzwingen. So, Hildeberg ist ziemlich der einfachste Flugboss. Hat ja auch einen Grund, warum sie in der ersten Welt ist zum Beispiel, ne? Und nicht in der letzten. In der letzten Welt, da wären nochmal andere Kaliber hochgefahren. Ich erinnere nur zu gerne an den Ehrenwerten, erster Versuch ist natürlich nichts geworden, das ist aber auch klar. An den ehrenwerten Hurensohn namens der Roboter. Also ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist der Roboter. Oder der Wissenschaftler dahinter. Mein Gott, Alter, mein Mikrofon ist gerade umgerutscht. Das hat mich gerade voll autistisch getriggert, Alter. So, besser ist es. Also, wie werde ich klein? Okay, auf D. Wie wechsle ich die Weapon auf W? Ja, ich bin wieder drin in der Steuerung. Das wäre ich nie weg gewesen, Leute. So, es ist hier immer Glück. Ja, so zum Beispiel kannst du nichts machen. Diese Feuersonne ist glücksbasiert. Aber das macht sie auch aus, ne? Sonst wäre sie ja nicht so schwierig. So, wir dealen mal den heftigsten Damage ganz kurz. So, was macht... macht wieder die Zwillinge, okay. Okay. Jetzt hat es uns besser erwischt. Oh Mann. Hier hätten wir parryen müssen und nicht treffen. Mann! Gut, da kann ich jetzt aber auch wenig machen, oder? Also es wird unfair hier. Hab mich auch schon derbe abgefuckt beim ersten Spiel, das weiß ich noch. Ah, perfekt. So, ich glaube am besten ist, wenn man sich hier ungefähr platziert. Das kann man. Den Guide kann man mal definitiv nicht so stehen lassen. Wir waren fast getroffen worden. Bitte nicht unten. Ja. Miet, blärt. Oh mein Gott. Mann, ich bin aber auch so einfach so reaktionsschlecht. Nein, wir haben Schaden gekriegt. Für alle, die nicht wissen, was wir jetzt hier machen. Wir spielen alle Cuphead-Bosse nochmal durch. Auf Expert und auf Rank S. Das bedeutet, wir machen die 200% voll. Warum? Weil ich ursprünglich in Corona-Ferien nichts mehr zu tun hatte. Und weil ich es jetzt fertig machen will, weil ich angefangen habe, ja. Holy shit! Der Damage war aber real. Jetzt ist der Damage real. Man sollte echt froh sein, wenn man mal kein Damage kriegt und sich dann nicht beschweren, weil der Damage real war. Ach, Jesus. Was sagt er da? A great plan with end some. So, with happy ending oder so irgendwie. Keine Ahnung. Der große Plan mit der Stiefschwester ist nicht aufgegangen. So, das war's wieder komplett. Am Anfang dürfen wir keinen Schaden kriegen. Es ist auch schon 2:30.
Komm, ja, wir machen mal weiter. Auch wenn es eigentlich schon aussichtslos ist. Können wir den Schaden dodgen, indem wir... Nee, komm. Alter! Holy shit, wie weit sind wir eigentlich immer? Ich kann es gar nicht sehen, weil ich einfach zu dumm bin zum Nachschauen. So, auch hier ist immer wichtig, immer entgegen des Gegners. Also wenn er nach oben fliegt, immer nach unten fliegen. So entkommen wir dem, von hier ganz gut. So, diese Phase macht sie anscheinend immer. Wohl vorher hat sie direkt den Armor gemacht, glaube ich. Oder habe ich mich da auch verguckt? Oder es war schon eins nachher, weiß ich nicht mehr. Das kann natürlich auch immer sein, dass ich mich vergucke. Weil das ist nur menschlich. So, holy shit. Jetzt geht's aber richtig wild. Holy Macaroni, Junge. Kennt ihr diese Frauen, die immer lachen, egal was man sagt? Nein, kennt die. Sie ist eine. Und die übelsten Sympathiebolzen sind mir das. Ja, Bolzen, Dr. Bolzen. Holy shit, ich vermisse Ape Crime, ne? Das ist Dr. Bolzen. Mr. Bolzen. Alter. Das war zu geil. Oh shit. Oh mein Gott, Jesus. Da es schon 2:30 ist, wenn immer mein Vater reinkommen wird und sagen wird, ich gehe schlafen und ich dann sagen werde, ich nehme noch kurzzeitig auf, darf ich mich nicht mehr so laut über dieses Spiel aufregen. Das ist eigentlich genau das, was ich haben wollte. Denn um ehrlich zu sein mit euch, habe ich dieses Let's Play aus hauptsächlich einem Grund gestartet. Nämlich, ja, wie jetzt jährliche Tradition bei mir geworden ist, gibt es jetzt ein Best of Rages auch dieses Jahr. Und bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass seit dem letzten unfassbar viele Rages passiert sind. Oder besser auch unveröffentlichte Aufnahmen, hieß ja der erste Teil. Aber in den unveröffentlichten Aufnahmen waren hauptsächlich Rages und deswegen ist es auch so beliebt gewesen. Ne? Bei der Zuschauerschaft. Na, der Feine her. Holy shit, wir haben Damage getaked, endlich. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich nochmal Damage. Jetzt kommt der Armor, ne? Ist der Kappe weg. So, warte mal. Holy shit, macht mich der Typ nervös. Das ist eine dreiste Kombo, wenn der Grüne kommt und der Armor am Shooten ist. Ich glaube, wäre nicht schlecht, wenn wir die Phase skippen könnten. Also, wenn wir da eine Superpower hätten. Oder wie die heißt, Supermeter, glaube ich, hieß die. Ich sag, das letzte Mal, als ich gespielt habe, ist ein Monat her. Also, oder der letzte Part kam, habe ich das letzte Mal gespielt, Leute. Das müsst ihr auch bedenken. SQP, Ferrari. Kommt zu Hypnotize. Shish. Meine Fresse. Gehst du mir auf die Eier? Nein, das war schon wieder komplett. Mann, aber warum ist da auch so ein fucking Zitronenmast, Strommast? Shit, was? Ja, jetzt habe ich nochmal Schaden genommen. Mein Gott, Junge. Wie ihr seht, ich bin jetzt schon fucking konzentriert. Fuck. Soll ich zweimal fuck gesagt in einem Satz? Das ist ja viel guter Schatz gewesen. So. Shit.
Shit, ich bin zu steif in der Hand. Nein! Ich kann nicht D drücken. Ich kann jetzt nicht D drücken. Ich muss. Also, mein Ziel für diesen Part ist es, diesen Boss zu besiegen. Mehr habe ich nicht für den Part vor. Lass uns mal ein paar schöne Zwischenziele machen. Ja, ich gehe Unternehmerführerschein. Da macht man auch immer Zwischenziele. Lass uns mal ein Zwischenziel setzen. Wie im Unternehmen. Ja? Erstes Ziel. Phase erreichen, wo der Armor kommt mit 4 Leben und Supermeter. Da gibt es noch eine Checklist. Ist dieses Ziel realistisch? Ach, das muss man selber wissen. Haben wir schon nicht geschafft. Aber aufgrund der Fakte, dass wir noch genug Drive haben. Lieber. So, holy shit. Holy shit. Damn. Hey, es läuft gut. Komm. Jetzt baller raus. Den Thunderman. Junge, die Thundermans. Kennt ihr die noch? Oh. Du Bastard. Was? Wie er den fucking Schuss geblockt hat. Junge, ist der dreist. Drecks Armor, Alter. Fucking Valentinstag. Ja, natürlich macht der Pfeil auch Schaden. 3 Objekte reichen nicht, die Schaden machen. Was ist das? Was soll das eigentlich darstellen? So ein Einrad? Mit Antrieb? Kann man irgendwie abschätzen, wo diese Sonne Schaden macht? Oder in welche Richtung die Sonne anfängt? Oder geht es gar nicht? So, meine Damen, meine Herren, meine Damen und Herren. Könnte man fast behaupten wollen. Das war's. Das war's! Holy shit, ich lebe noch. Aber ich treffe sie nicht. So, wir haben S gepresst und BAM! Also wenn der nicht reinging, dann heiße ich Albrecht. Seit wann können die Wichser denn off-cam weiter... Nee, off-screen weiterfliegen, Junge. Ich dachte, wenn die off-screen sind, sind die weg. Aber Bullshit, they're still there. Why are we still here? Bitte. Okay, das war jetzt wieder IQ5. Ich hab meinen linken Fuß schon wieder auf meinem rechten, ne? Das ist meine Standardhaltung. Und irgendwie, manchmal denke ich mir, nein, den tust du jetzt runter, denn ich ist Bäche. Jetzt mache ich's auch. Ich muss auch dreimal parryen, fällt mir gerade ein. Ich wüsste nicht, wo man parryen kann, außer hier. Ich habe auch ein paar Phasen im Kampf vergessen. Ich glaube, der Thunderman kommt. Und dann kommen noch 2 Phasen? Eine? Das Ganze mit nur einmal Schaden nehmen, es wird unfassbar schwierig. Also freut euch auf die besten Auszügler. Ausraster? Nicht Auszügler. Was ist ein Auszügler? Ist das so ein Mensch, der auszieht? Gibt es das Wort? Kann die Kamera bitte fokussen? Actually? Ich habe die für 60 Euro gekauft. Das ist nicht viel für eine Kamera. Danke. Aber die kann halt echt nur filmen. Weißt, ich bin das einzige Objekt in diesem Raum.
Okay, es stimmt nicht ganz. Ja? Deine Mutter ist auch noch hier hinten. Nein, Spaß. Ich bin das einzige Ding in diesem Raum, was lebt. Ne? Und das einzige, was im Vordergrund ist. Eigentlich bin ich ja gar kein Objekt. Ich bin ja ein Mensch. Lol. Und... ausreden. Danke. Und, die Kamera denkt sich so, dö, der Teddybär im Hintergrund, dö. Das ist der Fokus. Oder manchmal denkt sie sich auch, nee, was ist das denn Fokus? Da gibt's doch gar keinen, dö. Und dann ist komplett aus. Oh, oh. Oh, billiger Fehler. Mein Gott. Christus Maria. So, wie gesagt, ne, das ist ein Boss. Normalerweise, wenn man jetzt... Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht fassen, dass ich so lange für dieses Spiel gebraucht habe, durchzuspielen. Ich bin wirklich... Ich erzähle diese Geschichte sehr gerne, weil ich 2018 ist das geilste Jahr aller Zeiten empfinde. Zumindest in der Zeit, wo ich gelebt habe. Da war ich in den Sommerferien. Das waren die geilsten Sommerferien, Junge. Boah, ich werde gleich ein bisschen Nostalgie-Talk machen, ja. Für alle, die mir jetzt hier zuhören wollen. Das ist ja quasi, Cup It ist ja eher so ein Podcast. Wenn ich mal nichts rede. Wenn ich mal nicht rage, dann ist es ein Podcast. Und wenn ich mal nicht podcaste, dann ist es ein Rage-Compilation. Ja, das passt zwar nicht zusammen, aber es ist, was es ist. Ganz einfach. Und... ich bin an diesem Tag aufgestanden. Ich bin liegen gegangen. Ja? Am Abend habe ich den Roboter-Boss aufgenommen. Ne, es war nicht der Roboter, es war die Nixe. Die Nixe war es. Ne, es war der Roboter. Es war schon der Roboter. Ich habe eine Stunde aufgenommen, habe es nicht geschafft. Ja? Und das Lustige ist halt, dann bin ich, man geht halt schlafen, ne? Dann habe ich halt im Bett noch Videos geguckt. Ich denke, das machen 100% aller Jugendlichen so. Der Rest sind Hurensöhne. Nein, Spaß, Spaß. Ja, aber die meisten machen das. Und, dann war es 3:30, ja? Ganz normal in den Sommerferien, dass man mal bisschen später, Betten später, schlafen geht, beziehungsweise dann auch im Bettenlänge Videos schaut. Ja. Und so war es dann halt. Und dann habe ich, komme nicht zum Thema, ne, weil das Scheißspiel so fucking aufregend ist. Und dann, meine Mutter ist um 4 Uhr morgens aufgestanden. Ganz komisch, ne? Und ich hab's so gehört, was ich relativ laut... gut, ne? Man kann es nicht beurteilen, ob man es gehört hätte, wenn man geschlafen hätte. Wahrscheinlich wäre er auch da aufgewacht. Und, sie wollte für eine Geburtstagsfeier von einer Freundin irgendwas mitten in der Nacht zum Supermarkt schleppen, ne? Weil sie sich dort getroffen hatten, irgendwie oder so. Oder treffen wollten. Und dann habe ich ihr tragen helfen, bin so runtergegangen. Mama, was machst du da? So, ja, ich muss das vorbereiten für den Geburtstag. Natürlich auf Steirisch. Ja, so wie Hochdeutsch hier reden. Verpiss dich, du Scheiß. Holy shit! Wie oft schießt der denn? Das ist jedes Mal absoluter AIDS. Das Ding will auch nicht verschwinden. Holy shit! Ich bin so überfordert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, das war's. Das war so gut. Warte. Stimmt. Weißt du, warum wir nicht sehen, wie lange wir sterben? Weil wir immer auf Retry drücken. So, wir machen jetzt mal You Died. Wo waren wir denn? Holy shit. Jetzt kommt noch eine Phase. Mann. Und dann bin ich um 5 Uhr oder... ja, gut, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis sie alles rübergetragen hatten. Und dann bin ich aufgeblieben, ja. Ich bin nicht nochmal pennt gegangen. Nein, ich bin aufgeblieben. Dann habe ich sofort Kapitel aufgenommen.
von 5 bis 10 oder 11 oder so irgendwie. Ja. Und ich habe es nicht geschafft, diesen scheiß Roboter zu killen. Und dann habe ich, ja, bis 11 gezockt und dann habe ich mich hingelegt, ganz gemütlich 2-3 Stunden Schlaf, wieder aufgestanden. Und das war auch die geile Fortnite-Zeit. Ne? Natürlich habe ich dann ein bisschen Fortnite gespielt. Dann am Abend habe ich wieder zu Kapitän gesetzt. Und ich kann euch was sagen. Ich habe einfach nochmal 1,5 Stunden aufgenommen. Und dann habe ich es geschafft. Und ich habe mich gefühlt wie Jesus. Und dann dachte ich mir beim Schneiden des Videos, wie gut wäre es, eine Copyright-Music ganz laut über meine Freude zu packen, damit man die Freude nicht richtig erkennt. Also was ich mir damals gedacht habe, ich frage es mich bis heute. Ich kann es nicht nachvollziehen. In jeder Best of Rages, wo ich das drin gehabt habe, also in einer, hat es mich dann gestört, dass da die Musik war. Heute hätte ich keine Musik mehr draufgepackt, ja. Bei Let's Plays gehört keine Musik rein, okay. Ich bin so aufgewachsen ohne Musik und Let's Plays gehören eigentlich auch nicht gecuttet. Außer man muss was reinschneiden. Weil meine Kindheit echt viel Nintendo geguckt und deswegen habe ich seine Muster quasi so ein bisschen als Standard akzeptiert, ja. Und ich bin schon wieder fucking aufgeregt. Jetzt kommt wieder der Wichs hier. So, die können wir aber auch kaputt schießen, habe ich gerade gesehen, ne? Aber die sind halt, ja, die kommen zu 12. Ich kann das nicht befürworten. Verdammt die Scheiße, der. Ja, und dann habe ich es am Abend geschafft. Ja, ich glaube, das war das Ende der Geschichte oder das Ende kam schon vorher, ich weiß es nicht. Jetzt lass uns 2018 ein bisschen Pre-Talk machen. Das wird nicht jeder fühlen, ja. Aber ich, meine Leute fühlen es. Ja, meine Freunde fühlen es. Und zumindest die meisten verfickte Scheiße, aber 2018 war einfach das geilste, ja. Fortnite war damals, es war einfach das, was Leute sagen, ich will das alte Fortnite zurück, das war für mich Fortnite 2018 einfach. Season 7 war dann schon nicht mehr so geil, ja. Season 6 war noch okay, aber alles davor, Season 5, 4, 3, 2, 2 habe ich nicht so viel gespielt, aber 3, 4, 5, vor allem 5 und 4 und auch 3. Ich habe alle 3 gefühlt, okay. Habe ich so fucking gefühlt, Alter. Season 5, ich habe jeden Tag. In Sommerferien habe ich gesuchtet, einfach ohne Ende. Einer meiner guten Freunde namens Jonas. War einfach Level 94. Ja, er hat es auch so fucking gefühlt, diese Sommerferien. 2018 war einfach unbeschwertes Jahr für mich. Und für die meisten, ja. Und ich bin, was Musik angeht, und ich weiß, da habe ich jetzt nicht die Zuschauer für, aber ich bin Deutschrap-Hörer durch und durch. Ja. Und gäbe es 2018 nicht, dann wird Deutschrap nicht so sein, wie es heute ist. Und ich finde es heute eigentlich, obwohl, ne, Bullshit. Ich revidiere meine Aussage, ich sage, Deutschrap 2018 war extrem geil. Ja. Das war die Zeit, wo KMN gedroppt hat, richtig geil gedroppt. Und ich fühle KMN halt ohne Ende. Weil ich dadurch auf richtigen Rap gekommen bin überhaupt. Und Leute, hört euch mal, vielleicht fühlen es manche nicht, aber wenn ich mir so Songs wie KMN-Member anhöre oder Überlebt, da kommen mir aber die Glückshormone hoch, ja. Das ist einfach geil. Oder eigentlich kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen. Ich kriege einfach Gänsehaut. Weil ich zu dieser Zeit, ja, Runde Fortnite gespielt und währenddessen AZ gehört, ja, einfach geil. Mit Ratta, Baller, auch Alles oder Nix 2. Das Album fand ich so geil. Ich habe mir einige Songs davon angehört. Das Beste war ja Einmal um die Welt, ja. Den Song habe ich so tot gehört. Einmal um die Welt, ach ja. Das fühlt nicht jeder, ganz einfach. Oder Panama Fluss, holy shit. Geile Songs. Vielleicht mache ich jetzt hier auch, währenddessen ich diesen 2018 Retalk habe, mache.
einfach so ein paar Songs im Hintergrund rein, keine Ahnung. Das Video wird wahrscheinlich eh wieder über eine Stunde gehen, weil ich es nicht beschissen bekommen werde, diesen Boss in den nächsten paar Minuten zu besiegen, wahrscheinlich. Es sei denn, ich mache es in diesem Try, ich würde es präferieren, ja, natürlich. Aber es ist so wahrscheinlich, wie das morgen Donald Trump stirbt, was natürlich sehr gut wäre, keine Frage. Damit endlich mal wieder Gerechtigkeit ins Land einkommt. Und es ist auch so wahrscheinlich, wie das endlich die verfickten Polizisten in Amerika nicht mehr jeden niederschießen oder ersticken dürfen, wenn sie wollen. Nochmal kurz Real Talk dazu. Ich finde es natürlich auch richtig scheiße, jetzt keine Frage, dass so Städte einfach niedergebrannt werden, wie Minnesota oder so. Ich habe keine Ahnung von dieser Stadt, ja, aber dort ist das Ganze ja passiert mit George Floyd oder wie der hieß. Ich glaube George Floyd. Das unterstütze ich nicht. Aber dass Trump dann auf Twitter irgendwie schreibt, jeder, der irgendwas macht, wird erschossen oder so irgendwas hat er geschrieben. Ich will ihn jetzt nicht zitieren. Ich weiß die Aussage genau, weiß ich nicht. Aber so irgendwas in der Art. Und das finde ich einfach nur absolut. Also jeder, der dieses Video gesehen hat von George Floyd, der wird mir da zustimmen. Da kriegt man einfach Aggression ohne Ende. Da fragt man sich schon, was ist eigentlich mit den Amis falsch gelaufen? Also vor allem mit der Polizei. Aber es gibt halt so viele Rassisten in Amerika. Holy shit. Bin ich einfach fucking froh, dass ich in Österreich lebe. Hier ist einfach der Frieden auf Erden. Okay, ich weiß, wie das Muster geht, aber die fucking Pfeiltasten sind halt scheiße. Ich weiß, wie man den Typen jetzt besiegt. Okay, diesen Dingmann. Den Kindermann. Nein, den. Amor. Boom, boom, boom. Joy, chicky, chicky, joy. Jeder, der das Video gesehen hat, ist einfach aggressiv geworden. Also zumindest jeden, den ich gezeigt habe. Das ist einfach eine Frechheit. Solche Menschen sollten nicht. Sollten vogelfrei werden, einfach. Solche Polizisten, Alter. Ich hoffe, dass er ins Gefängnis kommt. Und dass die Leute im Gefängnis wissen, was der gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie keine Gnade mit ihm haben. Ganz ehrlich. Here it goes. My friend, what's there going on? Amen! Es ist einfach Justin hier, gegen den ich kämpfe. Und schon wieder Schaden genommen wegen diesen grünen Dreckspixern, Alter. Gäb's die nicht, gäb's nur diese blauen. Was soll das eigentlich darstellen? So ein fucking Pinocchio-Verschnitt oder was? So ein Pinocchio-Roboter-Drohne. Irgendwie weird. Ah, okay. Mann, es ist so belastend, dass wir nur einmal Schaden nehmen dürfen, Junge. Aber mit 5 Herzen ist halt noch aidsiger, weil dann machen wir viel weniger Schaden. Es wäre dann ja auch langweilig. Auch wenn ich's natürlich besser finden würde. Ne? Man freut sich ja in Super Mario Bros. 2 auch, wenn man eine Goldblume findet. Alter. Obwohl sie viel zu stark ist. Weil ich das gerade spiele. Weil ich mal alle. Ich habe dieses Jahr angefangen, wieder alle Super Mario Bros. Teile einfach mal. New Super Mario Bros. Teile zu spielen. Obwohl ich habe Super Mario Bros. 3 auch gespielt. Also, ne? Und den ersten Teil sogar auch. Yo. Ich könnte ja fast echt alle Teile gezockt haben, außer Mario World. Aber das ist ja auch kein Super Mario Bros. Teil. Super Mario Bros. World. Nee, das heißt Super Mario World, ne? Ja. Auch wenn es fest dazugehört. Und auch besser ist als die meisten anderen.
Also ich muss ja sagen, ich finde fast den DS-Teil und den Wii-Teil am besten. Oder DS und Wii U. Wohl Wii U. Also mit dem Wii-Teil verknüpfe ich halt auch sehr viel Nostalgie. Da kann ich nicht ganz objektiv betrachtet drauf gehen. Aber ich glaube, objektiv gesehen. Ja? Objektiv, so wie objektiv. Warte mal kurz. Hier liegt die ganze Zeit mein Handy mit 5% Akku und daneben mein Ladekabel. Danke dafür. Oder Fortnite-Shop kommt. Holy shit. Nice. Den werde ich euch in die Kamera reinhalten. Cool. Cool. Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich finde den DS-Teil eigentlich geil. Also der ist auf jeden Fall ohne Frage. Ohne Frage einer der besten. Und den Wii U-Teil finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Also da sind ein paar gute Level auf jeden Fall dabei und geile Level-Ideen auch. Und die Grafik ist halt das einzige News Normal Bros. Spiel mit einer akzeptablen Grafik, leider. Natürlich konnte man 2006 noch nicht so geil die Grafik machen wie jetzt. Keine Frage. Ganz klar. Natürlich kommt das Ding noch. Warum sollte man es auch wegmachen? Das war's mit mir. Jawohl. Das kann ich nicht machen. Weißt du, wenn der da schießt und währenddessen kommt ein fucking Tornado? Das geht nicht. Das ist zu asozial. Diesmal haben wir Glück gehabt und dann kriegen wir so auf die Fresse, Junge. Dreckiger Hummelsohn. Hummelsohn. Ja. Das ist ein Sohn von der Hummel. Was haben eigentlich Hummeln für einen Stellenwert in der Tierwelt? Was machen die denn? Ich glaube, Bienen sind für den Honig verantwortlich, wenn ich jetzt in meiner Kindergartenkarriere gut aufgepasst hat. Wespen sind dazu da, dass die Menschen im Sommer Angst haben. Und Hummeln? Machen Hummeln auch was? Die Bienen machen sind aber nur. Aber warum? Ich kann doch nichts machen, Junge! Woher soll ich denn wissen, wie diese Scheißstrahlen kommen? Mann! Hummeln, weiß ich nicht, was sie machen. Ich habe mal gehört, Spinnen fressen Insekten und sind deswegen sau wichtig, ja. Trotzdem sind Spinnen absolut grauenhaft und scheiße. Aber Hummeln habe ich noch nie verstanden. Die gibt's, die tun einem auch nichts. Sind eigentlich ganz freundlich, sind sogar weniger aggressiv als Bienen, glaube ich. Wie Bienen. Das wir platzieren uns jetzt hier. Oh. Woher soll ich das denn wissen? Woher? Alhamdulillah. Jawohl, endlich mal wieder eine Sonnenkugel, die nicht asozial ist. Danke dafür, meine Herren. So. So, sollten wir gleich haben. Letzte Bomb, bam. Und der Flammenstoß kommt natürlich noch. Und er trifft uns direkt in die Fresse. Jawohl. Und da kommen die grüne Tornado-Kombi, die Green Tornado-Kombination, Nation. Jawohl, dann sind wir wieder dead. Holy shit.
Mann, wo kommt, wo ist das? Jetzt, was mir gerade aufgefallen ist, an einem dieser, also dieser Strahl war genau an der dunklen Stelle von der Sonne. Vielleicht ist es so, dass die an den dunklen Stellen spawnen? Keine Ahnung. Ich hoffe schon da, ich zeige euch beim nächsten Tod. Oder wenn wir das Level geschafft haben. Ja, nur damit ihr ungefähr wisst, wann ich hier aufnehme. Obwohl der Fortnite-Shop ja eh immer gleich aussieht ungefähr. Immer rote Jade, immer Zero, immer Dynamo, immer... Wie heißt der andere Scheiß-Skin? Ne, da sind zu viele dunkle Stellen, da kann man kein Muster kennen. Wie heißt der andere Scheiß-Skin nochmal? Aura. Also es ist nicht scheiße, aber es ist ein Schwitzer-Skin und deswegen mag ich ihn nicht. Habe ich euch schon erklärt. Warte kurz, zeige ich den Fort. Den Fortnite-Shop. Nice. Einfach 20 Sekunden vorspulen, wenn es euch nicht interessiert. Fortnite-Shop live. Hier haben wir hier irgendeinen, der einfach ohne reden. Danke. Oh, es gibt. Oh, shit, Digga. Neue Skins. Warte mal, so ist gerade, ne? Sind actually nice. Yo. 1500 ist mal zu teuer. Nein, ich kaufe mir keine Skins mehr, Leute. Es sei denn, flasht mir natürlich wirklich. Ja, ich will hier nichts ausschließen. Wenn halte ich mich da nicht dran, dann passt auch wieder nicht für mich. Handy einsteckt, verdammt scheiße, der Drecksau. So. Der Troll wird's, ich hab's irgendwie in Blutlunge. Lunge, Junge, würde ich sagen. Aber. So, bitte Sonne, bitte Sonne, bitte. Muss man das auswendig lernen oder was? Wenn das so und so gespawnt ist, dass es dann dort und dorthin schießt. Okay, Junge, wir hatten fucking Glück mit den Drecksdingern. Zum Glück habe ich den noch getroffen, Junge. Oh, der Perfect Run. Guys, der Perfect Run. Ich glaube, wir könnten unser Zwischenziel erreichen eigentlich. Gut, alle Leben haben wir, aber wir haben nicht diesen... Wir haben noch gar nicht geparried die Runde. Wir sollten vielleicht die andere Attacke nehmen. Die hier, nicht die Bombenattacke, zumindest in der Phase. In der ersten Phase fühle ich mich damit irgendwie mobiler, weil ich näher dran bin und weil ich nicht so hart getargetet werden kann, wenn ich hier oben die ganze Zeit rumfliege. Über was haben wir gerade geredet als letztes? Wie ich ihn einfach instant vergessen habe. Lass uns mal über Leon Mascher reden, oder? Ich finde, der Junge hat echt zu viel Hate. Ist ohne Scheiß. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich mochte noch nie diese ganzen Leute, die sich über Fake Pranks aufgeregt haben. Wenn das Ganze lustig verpackt war, so ein Kanalzerstörer irgendwie, der das Ganze lustig verpackt hat, dann habe ich es immer gefeiert, ja? Aber... Ich hab's nie gefeiert, wenn sich irgendwie einfach nur drüber aufgeregt hat, ohne dass es irgendwie lustig ist. Ich weiß, ich hab ein Leben. Ja, leck mal, oh ja, links, rechts, zack, zack. Ich muss sagen, ich verstehe, warum man Fake Pranks macht, tatsächlich, ja. Wisst ihr warum? Soll ich das erklären? Stell dich vor, also ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Als ich 8 oder 9 war, habe ich mir Fake Pranks angeguckt und dachte, die wären echt. Hätte ich gewusst, die wären nicht echt, hätte mir das die ganze Atmosphäre vom Video versaut. Oder generell bei allen Videos, die gefaked waren.
Manche haben es ja offen zugegeben, dass es so war. Aber sobald ich das mitbekommen habe, war irgendwie der ganze Flair weg. Dieses ganze, boah, es könnte wahr sein, oh mein Gott. Was ich meine? Und dann kommen irgendwelche 18, 19, die eigentlich sagen, du verlügst deine Community, du verarschst deine Fans. Was anderes ist dann natürlich, wenn man sagt, man kommt in die Schule zu denen, und dann kommt man nie in die Schule zu denen. Ja, das finde ich nicht so geil, aber wer zum Fick will Leon Mascher in der Schule haben? Holy shit. Das sind wieder diese Papa-Platte-Akzente, die ich mir hier angeeignet habe. Dieses holy shit. Ja, wow. Wow. Das ist geil. Eigentlich sind wir hier oben ziemlich safe, oder? Es sei denn, der Blitz hittet uns instant. Tut aber nicht. Deswegen sind wir hier safer als ein fucking safe, Junge. Ah, es sei denn, der Blitz hittet uns nicht. Das ist natürlich die Bedingung. Number one. Ja, oder die Kanonen machen einfach half damage einfach. Ganz gemütlich. Junge, ich will den Boss halt schon irgendwie schaffen, ne? Also, wir haben jetzt 41 Minuten Aufnahme. Wir haben einen Fortschritt von... Ja, ne. Wir sind noch nicht mehr in der letzten Phase gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass es schon spät ist. Aber irgendwie, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Das macht keinen Sinn so. Wir machen jetzt einen anderen Boss. Ich weiß, es ist ultra wack. Aber ich habe überhaupt keinen Bock mehr weiter zu spielen, muss ich sagen. Wenn ich da keinen Bock mehr habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Machen wir den Boss. Welche Attacken haben wir? Expert. So, lass uns mal einen einfachen Boss machen. Und zwar diesen hier. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, was er... Obwohl, ich weiß ehrlich gesagt schon noch, was er macht. Und zwar, irgendwelche Pflanzen in den Himmel ballern, die ich nicht mag. Okay, wir schauen uns die ersten 5 Kämpfe, schauen wir uns die Attacken an, die sie haben. Brauchen wir nicht unbedingt neu starten, so, das ist okay. Also der rastet ordentlich aus auf Expert, wie ich sehe. Das ist aber bis jetzt der einzige Unterschied, den ich... Hier hinten sind wir relativ safe eigentlich, so, warte mal. Okay, lass uns das direkt mal ausprobieren, die erste Phase hätten wir fast geschafft. So, wenn wir uns jetzt erstmal hier platzieren, ne? Vielleicht parieren können. Könnten. Wenn wir mal parieren könnten, bitte. Für CD-Tech-Gerät. Können wir die aber auch nicht kaputt machen, diese Samen, die auf dem Boden fliegen, ne? Erst wenn die am Boden sind, können wir die kaputt machen. Ich habe noch kein einziges Mal geparried. Könnte das zum Problem werden? Ich glaube schon. Könnte das Parrying tatsächlich zum Problem werden? Holy shit. Irgendwie fühle ich diese Attacke aber auch nicht in diesem Boss, ne? So, wo ist das rosane? Ah! Das kann man aber auch nicht parryen, oder? Mann, die sind wieder auf einer komplett anderen Ebene als ich, Junge. Lass uns mal die Attacke tryen. Brauchen wir nicht die ganze Zeit aimen, dann können wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren. Zum Beispiel, dass wir jetzt Tatsache eine solche Sache abgewehrt haben. Jetzt kommt halt trotzdem eine, aber ist tatsächlich doch gar nicht so schlimm, weil naja, was gar nicht so schlimm ist eigentlich. Wir brauchen halt jetzt ewig für den Boss, keine Frage. Wenn es geht, dann sollen wir auch auf jeden Fall so machen. Skiller. Die Shakun Skiller Pro, Junge. Wer kennt die Tastatur noch? Holy shit, wer die noch kennt, kriegt ein Like von mir. Ah, Jesus. Wie lange braucht die denn für die Phase? Holy shit. Okay, war schon der zweite. Vielleicht ist die zweite einfach genau gleich wie die erste.
Hier fühlt sich die erste Attacke, glaube ich, am meisten sogar. So, die dritte ist zum Parryen. Natürlich die erste. Das Schlachtfeld ist einfach zu klein. Wäre oben hin noch mehr Platz, dann wäre es easier. Easier to do. Actually. Jetzt ist die vierte. Ja, bam. Geil. A great plan with a handsome mansion. The handsome man went to the Gant. And ate a perennial plant. So. Vielleicht soll mich hier nicht so herumspringen. So, wir haben hier auf jeden Fall wieder den ausweichenden Hasen gemacht. Da kommt natürlich wieder ein so ein 4x4 Pixel Fuzzi rüber. Und bald, der muss mir Schaden zufügen. So, wir jumpen out hier. Okay, jetzt sind wir ein bisschen gefickt. Gefickt sind wir. Holy shit. Wohl, wir haben noch 3 Leben. Everything nice. Also bis jetzt. Okay, wir schauen uns mal die Attacken noch weiter an. Holy shit, Junge, was ist das denn? Boah, da krieg ich Angst, Junge. Krieg ich Panikattacken da. Da, die sind nicht lustig da. Holy shit, so. Dieses Match. Jetzt soll was von Hot gehen, das geht ja nicht wieder da. Manchmal hab ich einfach richtig. Also es gibt manche Videos, die mir im Nachhinein angucken, wo ich mir denke, holy shit, bin ich behindert. Holy shit. Aber irgendwie ist es auch lustig. Und dafür feiere ich mich dann auch immer. Zum Beispiel das Video irgendwie ran an den Speck hieß es. Das ist einfach von vorne bis hinten das dümmste Video wahrscheinlich auf meinem Kanal. Ich baue einfach so 2 Rampen hoch und ich nenne es den Doppelschleicher. Das ist einfach geil. Ja, das wird in Best of Rages natürlich auch drin sein. Eigentlich könnte man umtaufen in Best of Itzreo, aber dann wäre das der dritte Teil und der dritte Teil, der umgetauft wurde. Also der erste Teil ist Best of Unveröffentlichung, die Aufnahme, und der zweite Teil ist Best of Rages und der dritte Teil ist dann Best of. Weil ich meine, nee, Best of Itzreo halt. Natürlich wäre das dann verallgemeinert, dann könnte ich da auch mehr Sachen reinpacken, auch lustige Momente. Ah, das finde wahrscheinlich auch nur ich lustig. Manche Sachen zumindest. Manche denken sich dann, ach, so ein Spast. Aber das sind ja meistens die Bauernsöhne. Die ich auf Instagram auch hin und wieder mal anspreche. Nichts gegen die Bauern, ne? Ganz wichtige Leute. Ganz, ganz klar. Ja, ohne Bauer gäb's uns nicht. Ohne Bauern, da wäre... Stell dich vor, es hätte es nie Bauern gegeben. Ja, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Manche verstehen es auch nicht, von was ich rede oder so. Ist kein Problem, okay? Schau ich einfach das Video weiter an. Danke dir. Aber Retalk, jetzt können wir mal über diese Instagram-Hosts reden. Holy shit, Junge. Sind wir direkt tot, Karma-Schelle kassiert. Aber diese, die ganzen, wo sie 6, 7 Freundinnen treffen und dann gibt es eine richtig schöne Galerie, so richtig 7 Fotos gemacht. Alle auf Instagram hochgeladen und dann 1 nicht. Weil das war zu sportlich. Oder zu sexy. Skrr. Alter. Wisst ihr was? Wir changen die Attacks. Wisst ihr, was ich gerade richtig fühlen würde? Glaube ich. Dich. Exakt dich. Dich und keinen anderen. Du bist die eine und der eine Million, oder? Weil das macht halt den meisten Damage of the whole game. Und so treffen wir halt wirklich alles, euer Maria. Ave Maria. Na.
Okay, die Attacke fühle ich nur, wenn ich direkt neben ihm stehe. Jetzt habe ich verkackt. Aber richtig. Weil jetzt kommt direkt am Anfang der 40 runter. Oder was? Das ist kein Pierce, das ist auch eine Blume. Wir leben will wie ein König. Muss auch bezahlen wie ein König. Fucking Prinz Markus. Einer unserer Legenden, ja. Nicht mehr wegzudenken in der heutigen Popwelt. Popkultur. Fucking Popkultur. Wer kennt das Wort Popkultur? Und fragt sich dann auch immer, was für Pop? Was ist das denn? Meinst du die Miro-Songs? Junge! Können wir einfach eine Attacke haben, die rund um uns die ganze Zeit irgendwas schießt? Das ist doch sowas von scheiße, dass man sich hier gar nicht defenden kann. Ordentlich. Also wir klemmen uns wieder in die Ecke. Das ist unsere Idee. Und schießen scharf. Brr. Ja. Ich ticke in den Traps das Weed. Weed wahrscheinlich. Weed. Schießen scharf. Nicht so wie Texas Pete. Gang, gang. Ich will halt irgendeinen Boss wenigstens noch schaffen. Holy shit. Warte mal. Ich dachte echt, es wird einfacher. Nach dem ersten Part habe ich mir gedacht, okay. Der Frosch hat uns zwar richtig gefickt, aber drei Posse dem Part, aber es sieht tatsächlich so aus, als würden wir, wenn wir uns konzentriert fortbewegen würden, ein Boss pro Part schaffen. Boss pro Part, Junge. Das klingt wie so Boss pro Part, klingt wie so eine Rückenkrankheit, oder? Oder das Heilmittel dagegen, keine Ahnung. Boss pro Part. Die neue Heilmethode gegen Rücken, scheiße. Jetzt kaufen. Boss pro Part, holy shit. Das ist wirklich ein... Das war das crazy, so wie verrückte Leute. So. Oh shit, wir haben geparried! Ich parry, so wie das schnabbelt hier. Okay, okay. Hey, du kannst doch nicht mit der nächsten Phase schon beginnen, wenn ich noch hier bin. Ich hab's gar nicht kommen sehen, auf einmal kommt so ein Boomerang, Junge. Eine Bombe. Ja, mit der Hand berührt, Junge. Das ist eine fucking Pflanze. Solange es keine Brennnessel ist, kannst du da fucking reingreifen. Aber wenn es eine Brennnessel ist, dann versteh ich's. Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. So, Leute, willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute spielen wir wieder eine Runde Cuphead. Es wird richtig betörend. Let's go. Holy shit, Digga. Oh mein Gott. Ich darf nicht weg vom Mikrofon. Oh mein Gott, wir haben dreimal geparried. Skrr, skrr. Wir haben viermal geparried sogar. Holy shit. Okay, wir gehen rein. Gehen rein, Olga. Okay, okay, okay. Jetzt kommt die nächste Phase. Fuck, ist das creepy. Holy shit. Krieg ich alte Albträume. Stell euch vor, ihr sitzt so in eurem Zimmer. Hör mal, kommt das Scheißviech. Nicht, dass ich Pflanzen nicht mögen werde, ey. Holy shit, letzte Phase.
nein, ich bin so dumm. Er wäre doch aus gewesen. Das ist doch nicht schwierig. Winston. Winston! Why would you do that? Warum habe ich mich gerade treffen lassen? Ich bin so dumm. Ich muss öfter in die Kamera schauen, Leute. Sonst habe ich keine Thumbnails. So, jetzt müssen wir alles bis auf den HP-Bonus haben, ne? Nein, was? Okay, der Supermeter zählt, wenn wir die große Attacke machen, für 5. Wichtig zu wissen. Ja? Wichtig. Wichtig, das ist wichtig, das ist gut. So, let's go. We'll go. Also, wir fassen zusammen. Erste Phase ist am schwierigsten mit Abstand und dann können wir eigentlich chillen. Also, zweite Phase, sobald diese Viecher von der ersten weg sind, ist die zweite Phase auch sehr, sehr einfach. Wenn wir dann mit 4 Leben reinkommen könnten, dann wäre der Sieg mein, gegen die Tretmine. Okay, wir haben nicht geparried. Pariert, wir haben nicht pariert, aber es ist nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres im Leben. Warte mal. Was habe ich gerade gemacht, damit ich so gut war? Richtig. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade richtig angespannt. Oh, sorry, Leute. Okay. Holy shit, Leute. Holy shit. Oh Gott, er shootet. Er schießt scharf wie Texas Pete. Holy shit. Okay, Bullshit. Bullshit. Okay. Okay, wir sind schon wieder tot. Nee, okay, da komme ich mir blöd vor. Da komme ich mir richtig blöd vor. So, jetzt sitzen wir mal wieder gerade. Auf Rundrücken angelehnt. Mama mia. Junge, wer hat den Beat gemacht? Nee, keine Ahnung. Cuphead-Musik ist einfach geil. Also wer auch immer die Cuphead-Melodie gemacht hat, ich weiß es natürlich nicht. Wahrscheinlich ist das eine ganze Band gewesen oder so. Aber das sind einfach Legenden, ja. Solche Menschen bräuchte man öfters. Stellt euch vor, jedes Game hätte so eine geile Melodie wie Cuphead. Und nicht hier in jedem Level. Oder No Front natürlich. Herstelle an Nintendo. Aber man könnte durchaus für jedes Spiel eine eigene Musik machen. Meiner Meinung nach. Natürlich ist das Geschmackssache. Ich finde es übrigens auch traurig, dass sie die Verkaufszahlen von Mario Maker so schlecht sind. Ich habe das mal gesehen, wie viel Verkäufe Mario Maker hat. Das ist irgendwie ein Zehntel oder ein Fünftel oder so von Animal Crossing. Animal Crossing ist natürlich auch ein gehyptes Game, ne? Aber vielleicht würden wir mehr Updates kriegen, wenn es sich besser verkauft hätte, weißt du, ich meine? Und jeder, der Mario Maker noch nicht hat, kauft es euch. Obwohl, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt kriegen wir eh keine Updates mehr. Schon traurig irgendwie, dass wir keine Updates mehr kriegen, ja? Obwohl Mario Maker 2 eigentlich eines der besten Spiele des Jahres war, 2019 auf jeden Fall. Gut, aber das erste Update hätte auch schon ein paar Monate früher kommen sollen. Meiner Meinung nach. Und nicht erst im Dezember, Junge. Das ist aber 7 Monate Unterschied oder so, oder 6. Und dann nochmal 5 sind sogar gewesen. Von Dezember bis April. Ja. 5. Kommt drauf an, von wann man zählt. Ne, sind eigentlich sind es. Ja, doch, sind 5. Wir einigen uns auf 5. Holy shit! Sechs Piranhas.
Lidl, Lidl, Lidl. Aber diese Dinger sind eigentlich ein Segen da oben. Weil dadurch können wir besser parryen. So wie die Schnabeltiers. So, warte mal. Ah, Mama mia, was war das denn? Das hätte besser sein können. Oh ja, okay. Zweite Phase. Wir parryen noch einmal. Daran darf es nicht scheitern. Holy shit. Am besten so weit hinten und dann einfach drüber springen. Ey, letzte Phase. Komm schon. Bisschen Konzentration. Wir haben alles. Supermeter rein, Supermeter rein, Supermeter rein. Ich habe kurz überlegt, ob ich es noch machen soll. Aber ja. Wenigstens noch ein Boss geschafft. Junge. Oh shit, wie creepy das aussieht. Ihr seht es wieder nicht, weil ich alle Bosse gefühlt verdecke in diesem Scheißspiel. Mit meiner Kamera. Ich hol mir aber bald einen Greenscreen. Da ist es, der S-Rang. Oh, da ist er ja. Gut, eigentlich hätten wir das andere Level noch fertig machen sollen. Aber dann wären wir wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig. Gut, wenigstens eins im Boss im Level geschafft. Wenigstens ein Level geschafft. Und ich würde sagen, den Scheiß hier gehen wir im Livestream an, weil das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Gut, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.